Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen zur Prüfung Start Deutsch 1. Das ist meine Kollegin Evelyn Farkasch. Guten Tag. Guten Tag. Diese Prüfung hat drei Teile. Wir beginnen mit Teil 1. Wir möchten uns kennenlernen. Erzählen Sie uns ein bisschen, wer sind Sie? Hier sind einige Wörter zur Hilfe. Zuerst stelle ich mich vor. Ich bin Ursula Schmitz. Ich komme aus Deutschland. Ich bin von Beruf Lehrerin. Und ich wohne jetzt in München. Ich spreche verschiedene Sprachen. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch noch Französisch und Spanisch. Meine Hobbys sind ins Theater gehen und lesen. Gut, und jetzt Sie. Ich bin Besima, ich bin 43 Jahre alt. Ich komme aus Bosnien. Mein Beruf ist Schneiderin. Ich lebe jetzt in Deutschland. Ich spreche Serbokroatisch und Deutsch. Meine Hobbys Joggen, Schwimmen, Kino gehen. Ja. Das ist, gibt es noch etwas, aber das ist wie immer. Und Ihr Familienname? Heißen Sie mit Familienname? Familienname ist Keschna. Können Sie das buchstabieren, bitte? Keschna, K wie Konrad, E wie Emil, R wie Richard, S wie Sigrid, C wie Cäsar, H wie Hernig, H wie Anna, Hanna, N wie Neopold, E wie Emil, R wie Richard. Dankeschön. Und haben Sie Telefon? Ja, ich habe Telefonnummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? Die Vorwahl für München ist 089. Die Telefonnummer ist 411-33813. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Mein Name ist Lucia. Ich komme aus Kroatien. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spreche Englisch, ein bisschen Deutsch und Kroatisch. Ich bin von Beruf Krankenschwester. Meine Hobby ist Lesen, im Fernsehen und Singen. Ja. Und wo wohnen Sie hier in München? Ich wohne in Oberau, das ist neben Garmisch-Partenkirchen. Können Sie das bitte buchstabieren? Garmisch-Partenkirchen? Der Ort, wo Sie wohnen. Oberau, O wie Österreich, B wie Besima, E wie England, R wie Roland, A wie Anna und U wie Ursula. Ja. Und die Postleitzahl? Das ist 9643. Dankeschön. Bitteschön. Und Sie bitte. Ich heiße Michelle Jerry. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Kenia. Ich wohne in München. Ich spreche Englisch, Swahili, Deutsch und ein bisschen und meine Muttersprache. Und ich habe keinen Beruf. Ich bin eine Studentin. Ich lerne Deutsch. Und meine Hobbys sind, ich koche gerne, schwimmen, lesen und spazieren gehen. Ja, und Ihr Vorname, wie war das? Njuguna. Wie buchstabieren Sie das? N-J-U-G-U-N-A. Ja. Und haben Sie ein Handy? Ja, ich habe schon. Wie ist Ihre Handynummer bitte? 01583-1230. Dankeschön. Bitte sehr. Und Sie bitte. Mein Name ist Ansina. Ansina Gundlach. Ich komme aus Mauritius. Ich habe 20 Jahre alt. Ich lebe jetzt in München. Ich spreche Kreolisch, Französisch, Englisch, Hindisch, Urdu. Und ich habe keinen Beruf jetzt. Meine Hobbys sind Schwimmen, Kochen, Schlafen und Lesen. Ja. Alles. Und wo wohnen Sie in Mauritius?
In Port Louis. In Port Louis. Ja. Ja. Können Sie das bitte buchstabieren? Ja. P-O-R-T-L-U-I-S. Ja. Und kennen Sie auch die Telefonnummer von Port Louis? Ja. Wie ist die Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 230-216-4616. Vielen Dank, das war der erste Teil. Wir kommen nun zum zweiten Teil. In Teil 2 sollen Sie zu einem Thema Fragen stellen oder antworten. Unser erstes Thema ist Einkaufen. Wir geben Ihnen ein Beispiel. Evelyn, wo gibt es hier einen Stadtplan? Ein Stadtplan in der Information am Bahnhof. Dankeschön. So, bitte nehmen Sie eine Karte. Zuerst Sie, dann Sie, dann Sie, dann Sie. Und denken Sie daran, das Thema ist Einkaufen. Bitte beginnen Sie. Moment. Ja, Moment. Fragen Sie bitte. Und nach der Frage, dann nehmen Sie eine Karte und dann fragen Sie. Hallo, entschuldigen Sie bitte, wo kann ich Obst kaufen? Im Supermarkt. Mhm. Okay, danke schön. Bitte schön. Mhm. Bitte schön. Hast du eine Burg gekauft? Ja, ich habe schon gekauft. Hm? Danke. Entschuldigung, hast du heute die Zeitung gekauft? Ja, ich habe gekauft. Ja, okay. Danke schön. Bitte. Entschuldigung. Wo ist die Kasse, bitte? Die Kasse, gehen Sie bitte geradeaus. Da hinten ist eine Kasse. Danke schön. Ja, kann ich die Karten bitte zurückhaben? Unser zweites Thema ist Wochenende. Sie sprechen bitte wieder mit Ihrer Partnerin. So. Hallo, wie geht's Ihrer Familie? Meine Familie ist ganz gut. Und wie geht's deine Mutter? Sie war etwas krank. Ist sie besser? Es ist schon besser jetzt. Okay. Ja, kleinen Moment noch bitte. Das Thema ist Wochenende. Denken Sie mal. Denken Sie mal daran ans Wochenende. Ja? Mhm. Und noch mal eine Frage bitte. Hallo, was machst du Wochenende? Ich in Einkaufen gehen. Samstag, aber Sonntag? Sonntag, ich kann in zur Party. Dankeschön. Ja, schön, danke. Was ist deine Lieblingsessen für Frühstück? Mein Lieblingsfrühstück sind Tee und Brötchen mit Marmelade. Ja, denken Sie noch mal dran. Unser Thema ist jetzt Wochenende. Und probieren Sie noch einmal eine Frage. Das Thema ist Wochenende. Sie frühstücken vor, am Samstag? Am Samstag ich frühstücke Kakao und dann ich esse Brötchen mit Marmelade. Dankeschön. Am Wochenende kaufst du die Bücher? Nein.
Pride. Shop is shop is the out so in the Sonntag. Okay, danke schön. Bitte schön. Was hast du gemacht Wochenende? Sport oder Lesen? Lesen oder was? Sport? Ja, noch einmal die Frage bitte. Was hast du gemacht Wochenende? Sport, gucken oder? Ja, Wochenende, ich war schwimmen. Danke. Kann ich die Karten bitte zurückhaben? Ja, bitte schön. Das war der zweite Teil. Und nun kommen wir zum Teil 3. In Teil 3 sprechen Sie wieder mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Sie haben eine Bitte. Wir geben Ihnen ein Beispiel. Evelyn, hast du bitte ein Glas Wasser für mich? Aber gern. Bitte schön. Danke. Das sind die Karten. So, bitte beginnen Sie. Hallo, hast du ein Taxi für mich heute? Ja, ich rufe sofort ein Taxi für dir. Danke. Bitte schön. Hast du eine Löffel und Messer von mir? Okay, kleinen Moment bitte, ich hole für dich ab. Dankeschön. Entschuldigen Sie bitte, um wie viel Uhr ist jetzt? Jetzt ist es 5 Uhr. Okay, danke schön. Bitte. Puh. Haben Sie eine... Kannst du dein Buch geben mir bitte? Ja, bitteschön. Danke. Ja, und noch eine Runde bitte. Ich brauche einen Kugelschreiber. Hast du einen für mich? Bitteschön. Dankeschön. Kannst du einen Bleistift kaufen? Ja, ich kaufe für dich später. Dankeschön. Entschuldigung, ist die Platz noch frei? Ja, bitte sehr. Okay, danke schön. Was ist das? Flasche. Ich möchte eine Flasche Bier. Hast du eine Flasche Bier für mich? Einen Moment bitte, ich hole eine. Okay. Ja, danke schön. Kann ich die Karten bitte zurückhaben? Ja, bitte schön. Das war der dritte Teil. Wir sind nun fertig mit der Prüfung. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke schön. Danke.